So, moin. Ja, kurze Pause gehabt, aufgrund von Krankheit. Jetzt muss ich erstmal wieder... Wieso geht die Tür auf? Hallo? Jetzt muss ich erstmal wieder ein bisschen hier reinfuchsen. Und, ich glaube, wir haben schon alles gedingst, ne? Warte. Ja, mir fällt doch auf, wir haben eine Waffe gar nicht. Das habe ich woanders gesehen. Strange. Naja, gut. So, hier hat man es hochgebaut irgendwo. Hier, genau. Wir sollten den Zero-G... Der ist aber gut, ne? Genau, den hatten wir aktiviert. Hallo. Inspektion läuft. Ihre Anzugsintegrität ist nominal. Dankeschön, das sehe ich genauso. Wir hatten aber... Ich wundere mich gerade, warum der OBS so eine flüssige Anzeige gerade macht. Normal ruckelt der bei 60 FPS, komisch. Strange. Naja, hoffentlich funktioniert da ja alles. Ja, wir wissen ja, mit Prey hatte ich ja schon mal ein wenig Ärger, ne? Gut, gehen wir nochmal zurück. Weil wir haben noch das Ballistiklabor. Das will ich auf jeden Fall betreten, bevor wir diesen Zero-G-Antrieb... Warte mal, wie... Das ist Wechsel. Ich muss mal kurz nochmal jetzt checken. Ah ja, da unten sehen wir es, ja. So, ja, und da haben wir... Können wir den sehen von hier? Nee, ne, der latscht da nur rum. Hm. Guti, einmal ins Laboristik-Labor. Ja. Oh. Da zappelt doch schon was im Einmachglas da hinten. Ballistik-Labor. Na gut. Ja, ihr kleinen Scheißer. Süß schon, ne? Irgendwie. So, hier looten wir erstmal alles leer. Die machen mich aber ein bisschen nervös, wenn ich ehrlich bin. Ein wenig nervös machen die mich. So, mit Y war das. Genau, Y. Da müssen wir erstmal drauf kommen. Unbekanntes Material. Lilly, während meines Tests der Recyclerladung ist etwas Eigenartiges passiert. Ich hatte das normale Ausgangsmaterial in die Kammer gelegt und die Ladung gezündet. Was dabei herauskam, war mit etwas vermischt, das ich noch nie zuvor gesehen hatte. Einer lilafarbenen, fast organisch wirkenden Substanz. Vielleicht war das Ausgangsmaterial mit irgendwas kontaminiert? Ich weiß nicht, wie ich weiter vorgehen soll, also habe ich das unbekannte Material erstmal in den Tresor gelegt. Lilly, achso, Fab-Plan, ja. Wie mir mitgeteilt wurde, benötigen Sie einen aktualisierten Fabrikatorplan für die Recyclerladung. Rein zufällig habe ich noch einen Plan in meinem Quartier. Erinnern Sie mich vor der nächsten Schicht daran, dann bringe ich... ihn mit. Was war denn das? Hier ruckelt es generell mal, ne? Guck mal, Boy. Ne, Box, nicht Boy. Boy, Crate, recyceln, dann kriegt man das. Echt? Das? Steuerpanel. Der Weltall. So, haben wir hier ein bisschen Platz. Weg damit. Autschen. Notiz. Für Lilly, der neue Code lautet 8107. Aha. Für das Labor, wo wir gerade drin sind, oder was? Nee, ne? 8107. Kann ich denn hier mitmachen? Steuerpanel. Breach Failsafe. Achso. Ach, das ist der Breach Failsafe. Hätte gedacht, man müsste das jetzt aufbrechen. Ja, da ist noch Looty-Loot. Zack. Alles mitnehmen, ist ja klar.
Recyclerladungen. Ah, guck mal. Sollen wir die Kammer öffnen? Ja, ne? Wo ist der andere? Da ist er doch. Ich hatte dich doch gesehen. Da. Überraschungsangriff auf das Objekt als getarnter Mimik. 9 mm. Nice. Räumen wir wieder ein bisschen hinter uns auf. Jung. So, dann haben wir wenigstens mal Ruhe. Notiz nehmen. Natürlich. Tag des Vorfalls. 21. Oktober 2034. Angestellte Lily Morris. Beschreibung: Recyclerladung explodierte. In Reichweite meines Fußes, die organische Materie, die einst Teil von mir war, ist nun fein säuberlich zu dieser Kugel komprimiert. Die Sie vor sich sehen. Passen Sie gut auf. Eva? Welche Kugel? Okay, ist das nicht so interessant hier, ne? Kann man einen Stift mitnehmen? Nein, können wir nicht. Okay, ist hier sonst noch irgendwie was? Wir haben einen neuen Code. Ach, es könnte sein, dass das der dann für die Tür da hinten ist, wo wir aber drumherum gekommen sind, weil wir ja durch den Lüftungsschacht gegangen sind. Hat gar nichts gebracht gerade, ne? Es war total sinnlos. Können wir jetzt Kartons irgendwie in den Recycler oder so? Das? Moment, da muss ich mal ganz kurz gucken. So. Hier. Okay. 8107. Mach auf die Luke. Cool. Geilo. 3 war die Schrot, 2 das, 4 Pistole. Okay. Wir könnten ein bisschen Pistolenmuni gebrauchen, ne? Fällt mir mal gerade so auf. Wir können Pistolenmuni gebrauchen. Second Floor, geht dieser Aufzug? Ach, da kommen wir da hoch. Ah. Ja, warte. Hier war ja nichts mehr. Hier brauchen wir den Code. So. Den, warte mal, den Zero-G-Anzug. Unter Daten? Nee. Ziele. Probieren wir es mal damit. Stellen Sie ein Artax-Antriebssystem her. Ach, das können wir dann jetzt herstellen im Maschinenlabor. Na gut, na gut. Aber ich hätte gerne noch ein bisschen Pistolenmuni. Wenn ich ehrlich bin. Hey. Erstmal können wir jetzt wieder hier... Das ging doch auch. Warte mal. So, zack. Schrott übertragen. Einmal bitte schon mal recyceln. Und wir können hier mal... Ich hätte gern... Was hätte ich denn gern? 9 mm Munition, ne? Kriegen wir 30. Einmal können wir noch. So, da wird geschnitzt. Extra für uns. Und dann ist die Sache gut. Was? Wir haben auch keine, Schrotmuni mehr. Schrotpatronen.
brauchen wir auch einmal. Können wir nicht nochmal machen. Flupp. So. Quick Save und dann schauen wir nochmal kurz. Das kann ich nicht reparieren. Nein, schade. Dann gucken wir mal, was dieser eine Aufzug macht. Kann ich die Tür eigentlich aufkriegen? Ach, die ist auf. So. Na, geil. Hallo? Hey, hier ist Langley. Sind Sie... ist da drüben alles in Ordnung? Ja, wieso fragen Sie? Ich will nicht, dass Panik ausbricht. Was ist denn los, Langley? Ich bin mir nicht sicher. Überall sind Sicherheitsleute. Bei Ihnen arbeiten also noch alle? Nehme ich an, ja, ich weiß es nicht. Ich war den ganzen Tag im Labor. Warten Sie, ich gehe mal nachsehen. Ich... Was war das? Oh mein Gott. Ich glaube, wir haben gerade zwei Labore verloren. Was? Ich muss weg. Ups. Scheiße. Das lief ja super. Na geil. Okay. Naja, gut. Gerettet. Ich mag diese Pistole irgendwie. Krunken Station. Medkit-Fabrikatorplan. Nice. Klingt nützlich. Okay. Medkit nehmen. Wir können aber mal gucken, ob wir hier so ein bisschen Kleinkram haben zum Heilen. Haben wir aber nicht, ne? Doch, hier. Wieso kann ich ja nicht draufdrücken? 65 von 115. Stellt 45 wieder her. Ja, passt ja dann. So. Was ist das denn jetzt? Medizinoperator. Oh, ach Mist. Naja. Beantrage neuen Operator. Transfer Pyramid 499 Medizinoperator bereit zum Einsatz. Bitte machen Sie die Öffnung frei. Verzeihung. Ey, mach mal die Öffnung frei. Diagnostiziere blaue Flecken, Abschürfungen, Erschöpfung. Nichts Lebensbedrohliches. Sie werden sich bald wieder besser fühlen. Dankeschön. So, alles wieder gut. Sie können einen Service-Fragebogen an Empfang ausfüllen. Oh geil, war das jetzt ein Vieh? Warum gehe ich hier überhaupt rein? Hab ich's? Hä? Natürlich nicht. Ist die wieder rausgerannt, oder? Ich gehe mal hier weiter. Voll hier. Jetzt sind wir... Ach, guck mal an. Hier sind wir wieder. Sind wir jetzt im gesperrten Bereich vielleicht? Nee, ne? Irgendwo war ja hier noch gesperrt. Da hinten?
Interessant. Also wenn man das gewusst hätte, hätte man auch hier lang gekonnt. Hier können wir aber lang. Ich komme. Was? Ach, das war die Strahlung hier. Genau. Ja, was hat uns das gebracht? Nicht, ne? Das war einfach nur ein weiterer Zugang hierhin. Dann werden wir wieder zurückgehen. Müssen nur aufpassen, weil The Mimic ist da, ne? Hindernis entdeckt. Bitte räumen Sie die Öffnung frei. Ja. Dr. Lawrence Calvino ist in die Richtung. Wir gehen jetzt aber eben nochmal kurz zur Eingangshalle. Weil hier war ja das Viech eben. Das ist ja hier rumstolziert. Das uns eigentlich ziemlich lange auf den Keks gegangen ist. Guten Tag, du bist ein Medizin. Achso. Keine Traumata oder Krankheiten festgestellt. Ich kann leider nichts für Sie tun. Außer Sie haben Interesse an Medizinstudien. Nein. Oh. Diese Seite des Labors wurde durchbrochen. Vakuum, Schwerelosigkeit. Über eine externe Luftschleuse in der Werkstatt können Sie ihn erreichen. Sie müssen zuerst Ihren Anzug mit einem Antriebssystem verbessern. Alles klar. Ziel aktualisiert, finde das Besatzungsmitglied. Haben wir geschafft. Ist er das? Nein. Da fliegt eine Karte. Okay, wir brauchen also wirklich dieses Antriebssystem. Sonst ist hier oben nichts, gar nichts, null, nada, niente. Kann ich fast kaum glauben. Ja, hier waren wir ja schon. Oh. Nehmen. Nehmen. Können wir recyceln. The last frontier is the human mind and we are its pioneers. Ja, das haben wir, glaube ich, schon mal gelesen, ne? Hallo. So, guten. Kommen Sie wegen eines Termins? Nein, ich komme nicht wegen eines Termins. Dr. Lorenzo Calvino. Luftschleuse entriegelt. Die wird ja jetzt nicht sofort hier die Luft raussaugen, ne? Okay. Das heißt, wir können uns jetzt mal unser Zero-G-Antriebssystem verbessern. Oder überhaupt herstellen. Eben nochmal kurz hier Schrott da rein. Und die Pistole auch da rein. Jawohl. Und wir hätten gerne einmal das Artax-Antriebssystem. Und da plöppt das ja hier heraus. Halte gedrückt, während du fällst, um zu gleiten oder deinen Fall zu bremsen. Ah, okay. Zero-G-Antriebssystem. Gleite zur Frachtplattform. Machen wir. Sorry, wenn ich ein wenig rumschnufe. Erkältung noch. Und ich war heute beim Zahnarzt. Eine schöne Wurzelbehandlung hinter mir. Das geht nicht, schade. Kurz gehustet, sorry. So, jetzt kommen wir hier raus. Die Talos einzufügen mit mehr Luftschleusen, die man T, um mehr zu erfahren.
Außenbereich gelangen. Bevor du sie passieren kannst, musst du sie erst manuell entriegeln. Ja, je mehr Luftschleusen du findest, desto freier kannst du dich durch und um die Station herum bewegen. Über dein Transcribe kannst du dir die Stationskarte ansehen, um mehr Luftschleusen zu finden. Wie sieht denn sowas aus? Außenbereich. Ja, was sagen unsere Ziele eigentlich gerade? Dr. Calvinos Werkstatt und Schlüsselkarte. Optional, gleite zur Frachtplattform. Der Schlüssel der Leiche. Nimm den Quartierschlüssel von Bellamys Leiche an dich. Psychotronik. Ach, da kamen wir aber noch nicht rein, ne? Luftschleuse, Sperre. Wir gehen jetzt erstmal hier lang.